Sie ist erst die dritte Regisseurin in der Geschichte der Filmfestspiele von Cannes, die die Goldene Palme gewonnen hat. Die Französin Justine Triet erhielt die begehrte Trophäe für ihr Drama Anatomie d'une Chute, die Anatomie eines Sturzes. Die Hauptrolle darin spielt die deutsche Sandra Hüller, die auch in einem weiteren prämierten Film mitwirkt, The Zone of Interest von Jonathan Glazer, der den großen Preis der Jury gewann. Glanzvoller Abschluss der diesjährigen Filmfestspiele in Cannes. Höhepunkt, die Goldene Palme für den besten Film, überreicht von Schauspielerlegende und Frauenrechtlerin Jane Fonda. Cannes gilt als Männerdomäne und Regisseurin Justine Triet gewinnt als dritte Frau überhaupt diese Auszeichnung. Ein packender Gerichtsfilm um eine selbstbewusste Schriftstellerin, die des Mordes an ihrem Mann bezichtigt wird. In der Hauptrolle die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller. Sie ist für Triet zentral für den Erfolg dieses Films. Danke an Sandra Hüller, die mich zu diesem Film inspiriert hat. Hüller spielt auch in dem ebenfalls ausgezeichneten britischen Auschwitz-Drama The Zone of Interest eine Hauptrolle. Sie gilt als die herausragende Darstellerin dieses Festivals. Bester Schauspieler, der Japaner Koji Yakusho. Er spielt in Perfect Days von Wim Wenders. Just a perfect day. Der Film folgt dem Alltag eines Kloputzers, der in Tokio öffentliche Toiletten reinigt. Ein poetischer, meisterlicher Film, er galt als einer der Favoriten des Festivals. Für den 77-jährigen deutschen Regisseur ein großes Comeback. Das diesjährige Filmfestival von Cannes insgesamt ein Erfolg für deutsche Künstlerinnen und Künstler.